Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Liebe Leute, ich dachte mir, wir machen nochmal ein ganz klassisches Style and Talk, aber der Talk, der hat's heute in sich. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir mal wirklich sehr intime Fragen zu stellen zum Thema Beziehungen und was man halt so im Schlafzimmer vielleicht macht oder nicht macht. Und da sind echt interessante Dinge reingeflattert und die werde ich heute beantworten, während ich ein dezentes, nettes Valentinstags-Make-up mache oder dann vielleicht auch für andere Anlässe am Ende dieses Videos. Werden wir auf jeden Fall sehen, was es geworden ist. Ich habe mir ein bisschen was rausgepickt, aber ihr wisst, wie immer, ich mache das einfach so, was mir gerade halt in den Sinn kommt. Und ich würde sagen, wir legen los und falls ihr mir in Zukunft auch mal so eine Frage stellen wollt, müsst ihr unbedingt meinen Instagram auch abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir irgendwo mal rein, ja? Einfach mal von vorne loslegen. Irgendwo vorne loslegen heißt bei mir auf jeden Fall meistens Skincare und ich habe momentan jetzt angefangen auch wieder so einen Favoriten von mir zu verwenden, den ich ja jetzt schon ziemlich lange eigentlich verwende und das sind die Selbstbräuner Drops, dieser Selbstbräuner Booster von Beauty Mates. Ich liebe dieses Produkt einfach, weil es unfassbar praktisch ist, weil man einfach immer irgendwie einen guten Teint hat und ich bin momentan wieder echt sehr, sehr glücklich, wie meine Haut in Balance ist. Ne? Natürlich habe ich so meine Pickel und so ein paar Stellen, die halt nicht so perfekt sind, aber ihr wisst ja Bescheid, ne? Hier ist immer the realness angesagt, ja. Aber ich muss sagen, halt zusätzlich mit dem Selbstbräuner Booster von Beauty Mates habe ich einfach einen wirklich immer schönen Teint, ja. Es ist nicht so ein übertriebener Selbstbräuner, das habe ich euch schon einige Male erzählt, sondern der ist wirklich super dezent. Ihr könnt ihn halt in der Intensität euch selbst natürlich ja anmischen und da ist auch schon das Stichwort. Den mische ich mir nämlich meistens in meine Abendpflege rein, weil der super gut über Nacht halt einfach einziehen kann. Das Ergebnis stellt sich nach so 2-3 Stunden ein, der färbt halt auch null ab, der ist nicht orangestichig oder irgendwo komisch fleckig oder so. Ihr solltet natürlich aber nach der Anwendung eure Hände waschen, weil da bleibt halt gerne mal so zwischen den Fingern was kleben, aber das ist auch weiter nicht schlimm und kein Drama. Ich muss sagen, etwas, worauf ich nicht mehr verzichten möchte, der ist halt zusätzlich nicht nur einfach ein Selbstbräuner mit DHA und Vitamin E, sondern pflegt halt auch gleichzeitig noch. Ne? Natürlich mischt man den ja mit der liebsten Tagespflege. Ich habe da die Hyaluron Cream Boost, ne? Meine absolute Favorite. Die ist für normale Haut. Es gibt aber zum Beispiel auch die Cream Lift für etwas reifere, anspruchsvollere Haut. Also da könnt ihr auch euch einfach ein Set zusammenstellen, so wie euch das am besten passt, sage ich mal. Und mischt das dann einfach halt da rein, creme es ein und lass es dann über Nacht einziehen und denke mir am nächsten Morgen so, well, du siehst irgendwie so ausgeschlafen aus, ja. Aber das liegt meistens tatsächlich eher am gesunden Teint anstatt an irgendwas anderem. Zusätzlich ist da auch noch Aloe Vera drin, was halt auch gleichzeitig nochmal ein bisschen feuchtigkeitsspendend ist und es ist wirklich nicht so ein aggressiver Selbstbräuner. Ihr könnt also super gerne mal stöbern gehen, weil ich weiß, dass unfassbar viele von euch genau diesen Booster als ihren Favoriten haben. Und Beauty Mates hat wirklich eine richtig coole Aktion für mich bzw. euch klar gemacht. Und zwar haben wir einen richtigen Kracher-Code, eine richtig Kracher-Aktion. Ihr bekommt den Selbstbräuner-Booster jetzt 2 für 1. Also das heißt zweimal den Selbstbräuner-Booster für 29 Euro, was halt wirklich eine richtig gute Aktion ist. Und natürlich zusätzlich die 30%, den Code blende ich euch jetzt hier ein und ihr findet auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und sollte es euch nicht gefallen, wovon ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgehe, ja, habt ihr auch noch die Möglichkeit, das Ganze 30 Tage risikofrei zu testen. Also ihr könnt die Produkte auch zurückgeben, solltet ihr sie nicht vertragen, nicht mögen, nicht zufrieden sein, was auch immer, ja. Da sind die wirklich sehr kulant, also geht unbedingt mal stöbern, traut euch, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Absolut versprochen von mir, hoch und heilig. Das hier ist einfach mein absoluter Favorite. So immer mal wieder zwischendurch. Ich verwende das jetzt seit fast 2 Jahren und liebe es abgöttisch. Alrighty, und jetzt hole ich euch mal ganz nah ran für die intimen Fragen und natürlich das Make-up aber vor allem. Wir starten mal mit der neuen Foundation, die ich übrigens habe. Und zwar habe ich mir die Airbrush Flawless Foundation von Charlotte Tilbury gegönnt. Ich benutze sie heute das 2. Mal. Ich kann noch nicht so viel sagen, aber das 1. Mal, als ich sie gestern drauf hatte, fand ich sie super. Also ich brauche auch nur 2 Pump. Das ist echt minimal. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Habt ihr, by the way, mal wieder Lust auch auf so ein ganz klassisches
Make-up-Favoriten, also was ich aktuell besonders gerne benutze. Also schreibt das auch mal super gerne in die Kommentare, bevor wir es vergessen. So, auf jeden Fall trage ich das aus und wir starten mit einer ganz einfachen Frage für den Einstieg, die noch nicht ganz so spicy ist. Und zwar kommt die von der lieben Miriam, von der Angel Girlie Hope oder so ähnlich heißt so, glaube ich, auf Instagram. Und sie hatte gefragt, ob es irgendwelche Marotten gibt. Ich habe übrigens neutral gewählt, ne? Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall hat sie gefragt, ob es irgendwelche Marotten gibt an Daniel, die mich nerven. Ne? So oder so ähnlich war die Frage. Also Daniel ist ja schon eine sehr spezielle Personality. Ne? Ich glaube, jeder, der schon mal einen Vlog geguckt hat oder ihn auch von seinen Videos kennt, der weiß, er ist schon ein spezieller Typ. Ne? Aber mal ganz ehrlich, ich hätte ihn mir ja auch nicht ausgesucht, wenn ich nicht genau das eigentlich ziemlich gut finden würde. Es gibt auf jeden Fall so Tage, da sind meine Nerven so ein bisschen strapazierter, ja. Und wenn er dann halt genau dann gleich so einen Tag hat, wie er letztens gesagt hat, wo er 5 Clowns gefrühstückt hat und das in Kombination dann mit einem Tag bei mir, wo ich halt eher so komm mir nicht zu nahe bin, dann ist es halt natürlich so, dass ich mir denke so, boah, Alter, ne, schraub mal einen Gang zurück. Schraub mal bitte 10 Gänge zurück. Ist vor allem immer so, wenn ich meine PMS habe, ne, dann kommt das schon mal gerne raus. Und ansonsten, seine Vergesslichkeit ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. Also das mit der Vergesslichkeit ist halt bei ihm so eine Sache, weil ich bin immer der Meinung, er vergisst beziehungsweise kann sich eigentlich Dinge ziemlich gut merken, aber hauptsächlich die Dinge, die ihn sehr interessieren oder halt die komplett unnützes Wissen sind. Ne? Er ist ja auch so ein bisschen der Typ Klugscheißer, ja mal auf ganz Deutsch gesagt, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Und sowas kann er sich super gut merken, aber andere Dinge, die zum Beispiel für uns beide so als Paar wichtig sind oder die zum Beispiel für mich wichtig sind, die merkt er sich halt 0,0, weil es halt für ihn eigentlich nicht wirklich sein Interesse ist oder so, oder nach dem Motto, er verlässt sich dann halt trotzdem eh auf mich, weil sie wird schon wissen, wann wir wo irgendwo hin müssen oder sonst irgendwas, ne? Was dann halt meistens irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Termine sind oder ich weiß es nicht, ne? Die ihn natürlich auch betreffen, aber die ich dann organisiere oder so, und das nervt halt schon manchmal, weil ich mir dann denke so, oh komm schon, ne? Also bitte, was kannst du dir auch gerne so behalten, sag ich mal, ne? Übrigens schimmert heute die Sonne immer wieder zwischendurch rein. Ich persönlich finde das eigentlich ganz schön. Ich weiß, für die Kamera ist es schwierig, aber ich genieße das gerade. Also stört euch nicht dran, wenn die Kamera mal so ein bisschen schwankt irgendwie in der Helligkeit. Jo, auf jeden Fall ist das sogar noch übergeblieben heute und ich muss sagen, ich finde neutral echt ganz gut getroffen. Also für jetzt gerade die Winterzeit ist es auf jeden Fall perfekt. Im Sommer könnte es höchstwahrscheinlich ein Ticken zu beige sein. Aber das ist also so zu neutral. Ich werde mal gucken, ne? Aber auf jeden Fall passt die Farbe echt ganz gut. Es dreht sich alles um Kompromisse, liebe Leute, ne? Es gibt nicht den perfekten Menschen, es gibt nicht die perfekte Beziehung, das perfekte Paar. Ich bin bei weitem auch nicht perfekt, ja? Und von daher muss man da einfach irgendwo... Schon sind wir so ein bisschen Topf und Deckel, glaube ich. Wir ergänzen und unterscheiden uns, glaube ich, in den richtigen und wichtigen Punkten. Aber ne, es ist halt alles immer auch so eine gewisse Kompromisssache. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Dann hatte die Ramona eine Frage gestellt, die ich auch sehr interessant fand. Ich mache mal gerade währenddessen meinen Concealer. Und zwar, darf man deiner Meinung nach trotz Beziehung andere Männer anziehend finden oder ist das für dich ein No-Go? Also ich persönlich, ja, sag dir mal ganz ehrlich, was dich anturnt, ist es dein Ding, ja? Also ganz ehrlich, ich finde, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde, das hat auch nichts mit, keine Ahnung, irgendwie Untreue zu tun oder so. Also ganz ehrlich, so meine Fantasien manchmal, träumt man sich auch komplett wilde Dinge zurecht, ja? Und ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie auf Schauspieler oder irgendwelche Promis flippt oder so. Meistens sind dann in meinen Fantasien oder Träumen halt irgendwelche eigentlich fast gesichtslosen Gestalten. Oft ist es tatsächlich auch eine Fantasie von uns beiden, ein Flashback, eine Erinnerung oder irgendwas, wo ich mir denke, boah, hätte ich mal Bock drauf. Aber ich finde das vollkommen okay, dass man auch andere Menschen attraktiv finden kann und darf. Das ist ja was total Natürliches. Also da würde ich ja gegen meine eigentliche Natur einfach gehen, wenn ich jetzt sage, so, oh Gott, nee, nee, also nur noch mein Partner und nichts anderes finde ich irgendwie anturnend oder anziehend. Also das finde ich Quatsch, ne? Ich glaube, das zielt auch so ein bisschen vielleicht halt auch auf Körperliches ab, ne? Also zum Beispiel, wisst ihr ja, ne, wir sind jetzt nicht gerade die beiden
mit den absoluten Traumkörpern, wobei das auch immer alles eine Definitions- und Geschmacksfrage natürlich ist. Aber klar, wir sind jetzt 8 Jahre zusammen. Im Januar haben wir immer unseren Jahrestag und selbstverständlich haben wir uns massivst verändert über diese Zeit, ja. Und ich glaube, das ist halt auch etwas ganz Natürliches, dass der Körper sich verändert, je älter man natürlich auch wird. Das muss man akzeptieren, damit kommt man aber auch klar. Deswegen ist es für mich auch etwas ganz Normales, dass ich sagen kann, ich finde einen männlichen Körper, also ich bin ja halt ganz klar hetero, ne? Ich finde jetzt, wobei ich Frauen zwar auch sehr sexy finde, ich finde, der weibliche Körper ist sehr sexy, ganz grundsätzlich, ja. Auf jeden Fall finde ich, darf ich einen Mann jetzt betrachten, wo ich mir denke, oh, der ist aber schon nice, ne? Der ist schon sexy, finde ich schon richtig geil. Und der sieht vielleicht komplett anders aus als mein Partner. Und ich finde den aber genauso sexy, weil in dem Moment geht es irgendwie um eine Art Fantasie oder so. Aber eigentlich geht es beim Sex oder bei intimen Dingen mit dem Partner mehr um die innere Verbindung, die emotionale Verbindung, als rein nur um das Körperliche. Weil der Körper sich dafür einfach viel zu stark und viel zu schnell verändert. Eine Frage, die ich ganz gerne anonym beantworten möchte, weil ich darum gebeten wurde, und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und zwar, ob ich mich schon mal unwohl wegen Ab- und Zunahme nackt gefühlt habe, beziehungsweise ich auch nicht berührt werden wollte. Also, ich bin ja jetzt dann schon gestandene Mitte 30, ne? Aber selbstverständlich habe auch ich einen echten Struggle mit meinem Körper durch. Müssen wir nicht drüber reden. Ist offensichtlich. Hat, glaube ich, jeder Mensch auf dieser Welt einfach, ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich das, als ich jünger war, noch viel, viel öfter hatte. Das ist aber eine reine Kopfsache. Und ich hatte auch Beziehungen und sexuelle Erfahrungen, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Muss ich ganz klar unterschreiben. Ist Fakt, ja. Aber das hat oft, glaube ich, nicht unbedingt etwas mit meinem Körper und meinem Selbstwert. Es hat schon was mit meinem Selbstwert in dem Moment zu tun und wie ich gerade gefestigt bin in meinem Selbstbewusstsein. Und ich glaube aber, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, wie wohl fühle ich mich bei dem Gegenüber. Also kann ich mich bei dieser Person wirklich komplett fallen lassen. Das ist halt ein richtig wichtiger Punkt natürlich bei all den intimen Dingen. Das kann ich ganz klar so sagen. Vor der Beziehung mit Daniel ein sehr kopflastiger Mensch war in sexuellen Dingen und das hat mir halt nie gut getan. Zu viel drüber nachzudenken und zu viel zu hinterfragen und zu viel in Frage zu stellen vor allem. Und das habe ich halt tatsächlich erst so in meinen 30ern so richtig gelernt. Ende 20er, Anfang 30er würde ich sagen, so richtig abzuschalten, auf meinen Körper zu hören. Und ich glaube, dass auch das dann halt meistens eher immer noch diese Phase ist, wenn man einfach sich ein zu starkes Kopfkino fährt, dass man sich dann unwohl fühlt. Weil ich mache mir darüber in dem Moment keine Gedanken. Ich mache mir keine Gedanken darüber, weil in dem Moment muss man sich auf andere Dinge konzentrieren und sollte auch einfach genießen und abschalten können. Und du musst dir immer die Frage stellen oder immer vor Augen halten, die Person, mit der du ja gerade im Bett bist, die ist ja gerade mit dir im Bett, weil sie das will. Die hat sich das ja so ausgesucht in der Regel, ja. Also das ist ja dann eine Situation, wo halt was Intimes entsteht, aber wo auch ein großes Vertrauen entsteht. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, sich unwohl zu fühlen, weil in dem Moment wollen das ja beide. Und da spielt die Ästhetik deines Körpers in dem Moment erstmal eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Also ich finde persönlich, man muss sich mehr auf ein Gefühl konzentrieren und vor allem halt auch darauf, dass es dir verdammt nochmal Spaß macht, ja. Und wenn du einen Partner hast, wo du das nicht erreichst, schwierige Geschichte. Ganz schwierige Geschichte, weil ich glaube, dass es nicht immer nur an einem selber liegt, sondern auch ganz viel mit der Harmonie und der Chemie in der Beziehung. Egal, ob es jetzt nur eine rein sexuelle Geschichte ist oder halt eine langjährige Beziehung ist. Das hat ganz viel damit zu tun, wie der Rest der Beziehung funktioniert. So, ich greife jetzt in Sachen Lidschatten hier zu der Morphe-Palette von James Charles, weil ich die momentan echt sehr gerne benutze. Ich starte jetzt mal mit der Farbe Boutique. Das ist halt hier so ein schönes Braun. Das ist der da.
so ein Braunrot. Das Einzige, ich finde diese Palette geil, aber sie ist halt so groß, dass ich hier immer Platzprobleme habe, wenn ich die benutze. Aber es geht, wir kriegen das hin, Leute. Ne? Kurz was trinken. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr interessant finde, weil das so eine Klassikerfrage ist und vielleicht... Also ich hoffe, dass ich euch ein kleines bisschen den Druck nehmen kann mit meiner Antwort darauf, weil ich habe mich jahrelang selbst unter Druck gesetzt. Und zwar kommt die von meinem Girl, von der Alexia, ganz liebe Grüße nach München, mein Schatz. Auf jeden Fall hat sie gefragt, wow, hier passiert ja was. Fand sie auf jeden Fall erheiternd, dass ich nach solchen Fragen frage. Und zwar, wie oft habt ihr Sex? Das ist die absolute Klassikerfrage und ich finde diese Frage sowas von bescheuert, also nicht, dass die von dir bescheuert ist, sondern diese generelle Infragestellung, wie oft sollte, müsste man Sex haben, damit es normal ist, ja, oder damit es gesellschaftskonform ist oder I don't know, ja, das ist die häufigst gestellte Frage, glaube ich, und wenn man das googelt, dann findet man zig Millionen Empfehlungen, ja, was gesund wäre und was nicht und das ist tatsächlich so ein Thema, was mich, ihr merkt es schon, ein bisschen aufregt, ja, weil das auch ein Ding war, was mich persönlich jahrelang unter Druck gesetzt hat und was ich auch glaube, mir mindestens eine Beziehung kaputt gemacht hat, weil einfach irgendwie in unseren Köpfen verankert ist, dass eine gewisse Häufigkeit an Sex richtig wäre. Ja, da gibt es ja auch ganze Studien und Statistiken drüber, woran man sich messen kann, ob man denn jetzt normal wäre oder nicht, ja. Das Thema, was normal sein sollte, muss man beim Sex sowieso komplett rausstreichen. Weil das ist so individuell, wie jeder von uns als Mensch individuell ist. So, damit ich hier nicht nur rumrage, sondern auch mal irgendwie weiter zum Schminken komme, lege ich jetzt einfach mal los und beantworte die Frage natürlich super gerne, nämlich mit komplett unterschiedlich. Ich kann dir das nicht beantworten. Zum einen, weil ich es nicht mir im Kalender eintrage, wann wir Sex haben. Ich kann dir aber sagen, oder euch ganz generell, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so häufig ist, wie maybe die Norm irgendwie jetzt vorschreibt. Ja, also es mag mal sicherlich Monate geben, da haben wir, keine Ahnung, auch mal mehrfach die Woche Sex. Oder aber es gibt Wochen hintereinander oder einen Monat hintereinander, wo wir gar keinen Sex haben. Einfach, weil es dann irgendwie halt nicht reinpasst oder man einfach irgendwie keine Lust hat oder es sich einfach irgendwie nicht ergibt. I don't know, ja. Und ich bin kein Mensch, der das mittlerweile so forciert. Und Daniel ist zum Glück auch kein Mensch, der das als eine enorm wichtige Sache ansieht und halt irgendwie, keine Ahnung, ne, das halt auch, sag ich mal, in irgendeiner Form Probleme jetzt bei uns verursacht. Also wir haben da inzwischen eine ganz gute Balance gefunden und ich bin auch fest der Meinung, bei den Paaren, wo es dauerhaft und langfristig super gut funktioniert, die finden ihre eigene Balance, was die Häufigkeit anbelangt. Und ich sag euch ganz ehrlich, Qualität über Quantität, ne? Also, das ist mal in diesen Dingen auf jeden Fall ganz klar auf der Tagesordnung. Also, ich habe ganz ehrlich gesagt lieber einmal im Monat einen richtig mördermäßig hammergeilen Sex, wo ich mir denke, Alter, huh, ja, jetzt brauche ich immer mal einen Monat Pause, anstatt dass ich mir mehrmals die Woche denke, so, boah, ist immer bald ready. Ja, also, müssen wir ja nicht drüber sprechen, oder? Deswegen, ich finde diese Frage immer super interessant. Ich hoffe, ich habe sie gebührend geantwortet und ihr könnt es ja sehr gerne auch mal mit beantworten in den Kommentaren. Aber ich finde, das ist halt etwas ganz Fatales, dass man sich anhand einer Häufigkeit des Sexes definiert, wie gut das eigene Sexleben ist oder wie gut die Beziehung ist. Weil das passiert nämlich häufig und das finde ich ganz, ganz schwierig und hat mir als junge Frau echt Steine in den Weg gelegt, mich einfach wohlzufühlen und nur dann Sex zu haben, wenn ich wirklich so richtig Bock drauf habe. So, ich greife jetzt mal zu Farbton Mary und blende das hier in der Mitte noch so ein bisschen aus und dann machen wir natürlich vorne ein bisschen Glitzer drauf, ne, ist ja klar. Ihr seid hier auf meinem Kanal, ne, wisst ihr Bescheid. Glitter du jour ist hier, Moment, sag ich euch, literally. Das ist der Glitzerton, den ich jetzt vorne auftragen werde. Ist halt auch so ein klassisches Rosa. Finde ich aber sehr schön. Es wird ein sehr
harmonischer Look. Und ich kann eine Frage noch aufgreifen von der Madeleine, die ganz kurz und knapp beantwortet ist, weil sie sagte nämlich, ihr seid immer so harmonisch miteinander. Gibt es denn auch mal Streit? Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich fliegen hier auch mal die Fetzen. Ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, eine gesunde Streitkultur ist nicht nur in der Beziehung mit dem Lebenspartner unfassbar wichtig, sondern in jeglichen Lebenslagen und mit jeder Person, die euch begegnet. Sei es jetzt Kollegen, Vorgesetzte, Freunde, also eine gesunde Streitkultur ist etwas super Wichtiges, weil manchmal muss es halt auch einfach raus, ne? Also von daher, ja, hier gibt's auch mal Streit. Aber obviously ist das halt nichts, was man so nach außen kehrt. Nicht, dass ich mich dafür schäme oder das nicht gut finde, dass, also natürlich finde ich es eigentlich meistens nicht gut, dass wir Streit haben, aber es sind halt meistens so persönliche Dinge, dass man die halt einfach nicht teilt. Das kann man, glaube ich, verstehen. Dann gab es eine Frage. Es steht zwar nicht dabei, aber ich beantworte sie sicherheitshalber einfach mal anonym. Und zwar kam die Frage, dass es als Curvy ist es der Person unangenehm zu reiten. So Stichwort Erdrücken des Partners und meine Meinung und Erfahrung dazu. Also erstens, Daniel findet das ganz toll. wenn ich das mache. Ich finde das persönlich auch ganz toll und deswegen mache ich das auch. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe und wo ich aber auch noch nie das Gefühl hatte, dass das für meinen Partner, der da gerade unter mir liegt, irgendwie unangenehm wäre. Vor allem, man kann ja da vielleicht auch eine kleine Unterstützung irgendwie helfen, mit an die Hand geben, der Mann. Ne? Also der kann ja ein bisschen mit anpacken. So. Aber nee, die Gedanken habe ich mir tatsächlich noch nie gemacht und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Es ist halt nur mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Also anstrengender als früher, merke ich auch. Ja, dann halt so in den Knien und allem. Aber, und halt in den Oberschenkeln, ne? Weil da hat man ja dann die meiste Muskelaktivität, sage ich mal. Aber ja, ansonsten, nee. Es gibt natürlich auch verschiedene Dinge, was du noch ausprobieren kannst. Dich zum Beispiel noch ein bisschen flacher hinzulegen und zusätzlich halt auf den Ellbogen abzustützen. Das mache ich dann halt zwischendurch, wenn es mir auch komplett aufrecht halt zu anstrengend wird, dann wechsle ich so ein bisschen ab. Oder dich noch ganz flach draufzulegen. Das ist auch sehr geil. Und nein, ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass mir Daniel erstickt dabei. Eher ganz im Gegenteil. So, für den Liner muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Deswegen mache ich den ganz in Ruhe, weil ich da auch ein bisschen näher noch an meinen Spiegel ran. Alright, jetzt mache ich meine Mascara. Nächste Frage ist von der NZ. Positionen und oder Analsex, die sich dein Partner wünschen, für dich aber nicht in Frage kommen. Also, es gibt, ehrlich gesagt, das habe ich, glaube ich, mal im Amorelie-Unboxing-Video durchklingen lassen, fast nichts, was ich nicht schon ausprobiert habe in meinem Leben. Und manche Dinge brauchen Zeit und manche Dinge entdeckt man halt erst später oder ne, früher oder später als später oder besser später als nie. Auf jeden Fall habe ich auch absolut kein Problem mit Analsex. Stört mich auch mittlerweile nicht im geringsten. Aber das hört man ja immer in den ganzen Ratgebern. Und das ist auch true, da braucht man den richtigen Partner für. Ne? Ich habe da auch so meine Zeit gebraucht. Aber es gibt auch Tage, da habe ich keinen Bock drauf. Auf gewisse Dinge ja, auf andere Dinge nein. Und dann sage ich das in dem Moment auch einfach. Beziehungsweise sind wir inzwischen ja so lange in einer Beziehung, dass unser Gegenüber einfach, glaube ich, extrem gut alle Signale deuten kann. Also wir verstehen uns tatsächlich extrem gut im Bett. Unsere Kommunikation körperliche, also körpersprachenmäßig, wie auch sonst verbale Kommunikation über diese Dinge ist verdammt gut. Und das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich zu dem Thema sagen kann und empfehlen kann. Der Sex beginnt immer zuerst mit einer Konversation. Und das ist das absolut Wichtigste. Also das ist etwas, das habe ich von Daniel so unfassbar gelernt und weiß ich auch so sehr zu schätzen, weil ich noch nie mit einem Partner so offen über alles, was meine Wünsche, Bedürfnisse, Erfahrungen, Fantasien sind, reden konnte. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, weshalb unsere Beziehung so unfassbar harmonisch ist, weil wir einfach keinerlei Tabuthemen haben. Und ich meine wirklich keinerlei. Und das kann man sich immer nicht vorstellen, aber keinerlei. Und da kann ich auch direkt schon in die nächste Frage rübergehen, und zwar von Schu Vanessa, und ob ich schon Grenzerfahrungen gemacht habe. Es ist immer so ein bisschen eine Frage, was ist eine Grenze? Ne? Die ist ja für jeden individuell und sehr persönlich.
Klar habe ich das schon gemacht, weil sonst hätte ich nie neue Dinge ausprobiert. Ja, und ich finde, die Grenzen auszuloten ist immer eine ganz, ganz feine Sache. Sollte man auch immer wieder regelmäßig tun, damit man auch einfach frisch und inspiriert bleibt. Und das beantwortet auch gleichzeitig die Frage, wie man es schafft, keine Langeweile aufkommen zu lassen, weil das nämlich die Miri gefragt hatte, was wir machen, um halt keinen Alltagstrott im Bett einkehren zu lassen. Und das ist tatsächlich der erste Schlüssel, reden. Darüber reden. Das klingt halt wie so eine alte Mutti. Okay, du musst halt über deine Bedürfnisse reden, aber es ist halt nun mal auch Fakt. Anders funktioniert es nicht, Leute. Ihr müsst offen und ehrlich aussprechen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und da geht es auch in allererster Linie, muss man da auch super egoistisch sein und sich auch einfach mal trauen, Dinge auszusprechen. Ne? Vielleicht auch dem Partner dann zu sagen, so, du hör mal, ich habe da eine Fantasie, über die möchte ich ganz gerne mit dir sprechen. Ich weiß nicht, wie du drauf reagierst. Bitte nimm es erstmal nicht persönlich. Beziehe es erstmal nicht auf dich als Person, sondern betrachte oder respektiere einfach, dass das von mir eine Fantasie ist. Und ich möchte dein Vertrauen, darüber sprechen zu können. Ja? Und also wenn das halt nicht selbstverständlich ist in eurer Beziehung, weil in unserer ist es das. Und da passiert es halt auch immer total random, dass, keine Ahnung, wir gerade auf der Couch liegen und was weiß ich, ja, und dann denke ich so, Schatz, hast du eigentlich schon mal über das und das nachgedacht? Oder Schatz, ich hatte letztens voll den und den Traum oder ich würde gerne mal das und das. Also da gibt es für uns keinen Anlass, keinen Rahmen für. Das kann immer jederzeit sein, wenn es raus muss, muss es raus. Und dann muss darüber gesprochen werden. So, euer zwei Mascara-Mädchen macht natürlich oben drüber noch die Better Than Sex Mascara. Passender Name für dieses Video, aber sie heißt halt, wie sie heißt. Die mache ich jetzt noch auf die oberen Wimpern drauf und dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Hör mal, heute ist ein guter Schminki-Tag. Es ist echt ganz schön geworden schon. Also an manchen Tagen gelingt es mir besser als an anderen. Ihr wisst ja Bescheid. So, kommen wir zur nächsten Frage, während ich meinen Bronzer auftrage. Und das ist dieser hier. Das ist von Anastasia Beverly Hills. Ich mag den sehr. Die Reni hatte gefragt, ob ich schöne Lingerie mag und ob ich welche besitze. Ja und ja. Aber das ist witzigerweise nur so ein Ding, was mir persönlich richtig Freude bereitet. Also, ich habe tatsächlich einiges an Lingerie, also auch halt eher so aus den klassischen Shops halt so, ne? Zum Beispiel sind halt die Sachen von Penthouse, heißt die Marke, glaube ich, ziemlich geil. Die sind halt nicht ganz geschenkt, aber ich habe sehr gerne schöne Wäsche, ja, auch ja, interessante Sachen gerne, aber kein Lack und Leder. Das ist nicht so unser Ding, aber halt schöne Sachen so, ne? Oder halt auch mal ein bisschen sehr eindeutige Sachen, mag ich gern. Aber das ist witzigerweise für Daniel gar nicht so ein super Ding. Also klar, der wird sich jetzt auch nicht beschweren, ne? Wenn ich den Bademantel aufmache und ich habe da was Schicke drunter, ne? Da sagt der Mann jetzt auch nicht so, oh nee, komm, geh weg. Aber er bräuchte es nicht, ne? Also so, dass ihn das halt, also dass er das als Antörner bräuchte oder so, oder dass er da, keine Ahnung, halt von sich aus sagt so, oh, Unterwäsche, ja, hat er mir auch noch nie gekauft, interessiert ihn nicht, juckt ihn nicht, ne? Da reiche ich ihm schon dann komplett alleine aus, also, beziehungsweise ja, die Situation ergibt es ja meistens, ne? Genau, deswegen, also ich mag es für mich selber einfach gern, weil ich mich selber da drin einfach sehr sexy und begehrenswert fühle. Ja, genau, deswegen mag ich das schon gerne. So, dann hatte die Nienchen gefragt, ob es schon mal einen Seitensprung gab. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also bei beiden Seiten. Also weder bei mir, noch bei Daniel. Aber ich habe die Erfahrung schon gemacht, beide Seiten. Also, dass ich betrogen wurde, genauso, dass ich betrogen habe. Habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeinem Video erzählt. Eine Sache, die ich niemals wieder tun würde, ohne Absprache. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Darüber haben wir auch schon mal öfter diskutiert. Es ist aktuell nicht so. Also, wir haben eine komplett exklusive Beziehung. Aber ja, also wir, wie gesagt, wir haben schon über alle Themen diskutiert und über alle Möglichkeiten. Also es gab auch mal Phasen, wo wir da konkreter drüber nachgedacht haben, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Also deswegen nein,
Der klassische Seitensprung, der ungeplante, der Betrug ist bei uns noch nicht vorgekommen. Und das ist auch eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Eine ganz, ganz schwierige Geschichte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass dann die Beziehung komplett over and out ist, weil Daniel ein sehr besonderer Mensch ist. Und es käme sehr massiv auf die Umstände an, auf die Art und Weise, auf den Grad des Seitensprungs. Und von daher kann ich das nicht pauschal beantworten, ob ich das verzeihen würde, ja oder nein. Aber grundsätzlich ist ein Betrug in der Beziehung halt etwas, das sehr, 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 sehr schwer zu kitten ist in der Regel. Schein, ich fixiere das mal gerade schnell. Mir ist richtig warm. Ich habe hier so richtige Schwitzeflecken. Also, weil mir warm ist. Nicht Schwitze, sondern Hitze. Kommt vielleicht auch von dem heißen Thema, ne? So, während ich meinen Lippenstift auftrage, das ist der Tartist Lip Paint Farbe Home Slice. Der müsste hoffentlich gut passen. Manchmal weiß ich das und denke mir hinterher so, na, du hättest doch eine Nuance finden können, die ein bisschen besser passt. Ne? Und zwar kommt die letzte Frage von Denise. Sie hatte gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass Daniel mich immer noch sexy findet und ob ich auch schon mal für ihn gestrippt habe. So richtig strippen im klassischen Sinne, so dass ich die Musik anmache und das jetzt riesig inszeniere. Nee, habe ich noch nicht. Aber könnte ich eigentlich mal machen. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Dankeschön für die Inspiration. Aber ja, also klar, natürlich hat man sich halt auch schon mal... Sarah, immer wieder Lippenstift auftragen und dabei quatschen. Funktioniert nicht. Aber ja, dass man sich halt schon mal so ein bisschen eindeutiger so auszieht und so. Das habe ich schon auch auf jeden Fall mal gemacht. Und ja, ich... Auf jeden Fall findet er mich immer noch sexy, das sagt er mir auch zwischendurch. Ne? Also vor allem findet er mich schön. Also er sagt auch mir ganz, ganz oft, dass er mich sehr, sehr schön findet oder sagt mir, oh, deine Haare sind heute so toll, dein Make-up ist heute so toll, hey, du siehst so schön aus heute irgendwie ganz generell. Meistens dann, wenn ich mich ziemlich bescheiden fühle und komplett ungeschminkt und fettige Haare habe, dann findet er mich total schön. Ja, also es ist mal ganz interessant, was die Männer tatsächlich attraktiv finden oder der Partner. Partnerin. So, also ja, er findet mich immer noch sexy und ich glaube, dass das halt auch weniger mit dem Körperlichen meistens zu tun hat, sondern auch mit dem Menschen selber. Und wenn man halt in einer langjährigen Beziehung ist, ist das Körperliche irgendwann gar nicht mehr das Wichtige. Also diejenigen von euch, die wirklich schon sehr, sehr lange Beziehungen haben und vielleicht noch ein bisschen älter sind als ich, die können das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, so wie man den Partner sieht und wie man so die Sexiness des Partners empfindet, das wächst mit der Beziehung mit. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man am Äußerlichen des Partners rummäkelt und es irgendwie nicht mehr attraktiv findet, dann gibt es in der Beziehung andere Probleme. Weil ich bin fest der Meinung, dass das rein Körperliche nicht das ist, was die Beziehung glücklich macht. Also ist so meine Meinung. Ihr könnt gerne widersprechen, wenn ihr anderer Meinung seid. So, meine Hübschen, das ist jetzt das fertige Make-up. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, Zuhören und Zuschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir mega Spaß gemacht, diese Fragen zu beantworten und auch einfach offen und ehrlich über dieses Thema zu sprechen, weil ihr wisst ja, ne, ich bin ja eher so ein Mensch für Tabuthemen brechen und so. Mich juckt es ja wirklich nicht, mit euch auch in der Öffentlichkeit sozusagen darüber zu sprechen. Mich stört das nicht. Natürlich ist es ein sehr privater Einblick, also von daher in den Kommentaren, auch wenn da jemand Erfahrungen teilt, bitte geht da respektvoll miteinander um, weil jeder darf seine Erfahrung und Meinung zu gerade solchen intimen und sensiblen Themen haben und darf da auch seinen eigenen Schutz sozusagen genießen. Also das bitte auf jeden Fall respektieren. Und dass jeder halt da eine komplett eigene Sicht der Dinge hat, ist, glaube ich, sowas von offensichtlich, wie natürlich bei allen anderen Themen auch. Aber gerade halt in diesen intimen Dingen ist es ganz besonders wichtig, dass jeder seine eigene Meinung hat und die auch ihm nicht abgesprochen wird. Und ich muss sagen, es hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ich war, als ich angefangen habe, in einer nicht so guten Laune und jetzt geht es mir richtig, richtig gut und ich habe
eine sehr schöne, angenehme Stimmung jetzt für den restlichen Arbeitstag. Und dafür danke ich jetzt mal euch an der Stelle. Und ja, gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben. Vergesst nicht, den Code von Beautymates auszuchecken und die Links in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt, da gerne was zu shoppen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ach so, Kommentar des Tages. Wir hatten ja jetzt zwar viele Kommentare, aber ist egal, wir machen einen Kommentar des Tages. Moment. Und der kommt heute von der lieben Isabella. Sie hatte auf das Cozy Days Alltagsoutfits Video kommentiert. Das Winter und Braun ist ihr Favorit. Ja, so wie du es kombiniert hast, liebe ich es. Ja, ich persönlich halt auch, ne? Wir sind uns einig, meine Liebe. Und ganz liebe Grüße noch an dich persönlich. Und das war's dann jetzt. Aber ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!